Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es mal eine kleine Fragerunde. Ich hatte euch auf Instagram dazu aufgerufen, mir mal eure Shisha-Fragen zu stellen und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder Abo da und jetzt viel Spaß bei der Fragerunde. Da bin ich wieder mit der Fragerunde heute. Vielleicht ein bisschen ungewohnt so mit dem Set, aber ich dachte mir, für diese Laber-Videos könnte man sich vielleicht auch einfach mal eine andere Anordnung hier von dem Set angewöhnen. Und deswegen heute einfach mal eine ganz spontane kleine Runde. Und ich habe schon eure Fragen hier auf dem Handy auf. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Da sind schon einige reingekommen. Gerade ganz oben mit vorne dabei ist die Frage, die wir mit am häufigsten auf Instagram bekommen. Die will ich gerade direkt abfrühstücken, dann haben wir die hinter uns. Und der Luca Freck fragt nämlich Tabakempfehlungen. Bei den Tabakempfehlungen, Leute, schaut einfach unsere Reviews an. Ich meine, dafür machen wir die, schaut euch die durch, guckt euch an, was euch so gefällt, ob wir ungefähr denselben Geschmack haben wie ihr. Und wenn das so ist, was uns schmeckt, könnte euch dann auch gut gefallen. Und ansonsten immer wieder die Empfehlung, schaut einfach unsere Top 5 Videos. Da reden wir ganz ausführlich drüber, welche Tabaksorten wir gerade im Moment am liebsten rauchen. Der Chan fragt, wie kamt ihr drauf, mit YouTube anzufangen? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich mache jetzt schon extrem lange gerne Videos. Also es waren damals eher so kleine Familienvideos oder Videos, wie ich was mit Freunden unternehme, kleine Urlaubsvideos oder sowas. Und ja, habe ich einfach immer extrem gerne gemacht. Damals meistens noch einfach mit der GoPro und sowas. Und dann ist halt immer mehr das Interesse an dem ganzen Shisha-Thema gewachsen. Also ich rauche jetzt seit ich, ja, kurz vor meinem 18. habe ich angefangen mit Shisha-Rauchen. Das ist jetzt einfach 9 Jahre her. Und ja, irgendwann wurde es halt immer mehr und dann habe ich mich halt auch für andere Sachen interessiert. Wie rauchen andere Länder? Welche Köpfe gibt es? Was ist der Unterschied zwischen dunklen Tabaksorten und hellen Tabaksorten? Und also Sachen. Und dann habe ich einfach diese zwei Leidenschaften genommen und habe die zusammengepackt und dachte mir, gut, wenn ich gerne Videos mache und ich gerne Shisha rauche, dann mache ich doch einfach Shisha YouTube. Und genau zu dem Zeitpunkt hat dann auch mein Lieblings-Shisha-YouTuber aufgehört. Das war damals der Yannick, aka Atomhamster. Und der hat dann irgendwann nur noch sehr, sehr wenig Videos gebracht. Und dann dachte ich mir, gut, wenn da jetzt Platz ist auf YouTube, dann steige ich einfach mit ein. Habe dann die ersten Videos alleine gemacht. Irgendwann habe ich dann auch den Warren überreden können, dass er mitmacht. Und ja, so kam das, dass wir dann jetzt mit YouTube angefangen haben. Zwischendrin auf jeden Fall immer noch mal ab und zu ein Zug bei der Shisha. Übrigens, ihr seht schon hinter mir die Amazon Hookah. Was bedeutet das? Ich rauche natürlich den Black Nana. Ich sehe gerade, dass das Mikro verabschiedet. So, Mikro ist gefixt, Leute. Ich wollte euch eigentlich gerade nur noch sagen, ich rauche natürlich Black Nana in meiner Amazon Hookah. Ihr kennt es ja schon, wenn ihr die Pfeife bei mir seht, dann wisst ihr eigentlich immer direkt, welche Pfeife bzw. welchen Tabak ich rauche. In dieser Pfeife lief nämlich niemals ein anderer Kopf als Black Nana. Ich gönne mir jetzt auch erstmal einen Zug. Und ihr seht schon, Black Nana mit Smokebox obendrauf. Übrigens, weil so viele Leute fragen, was das für ein weißer Kopf ist, ich sag's nochmal. Das ist die Mahalla Bowl, das ist ein brasilianischer Kopf. Vielleicht nehmen wir das einfach direkt mit rein in das FAQ, weil es ist definitiv eine Frage, die oft gestellt wird. Also der Mahalla Kopf ist ein brasilianischer Kopf und gibt es leider noch nicht und nirgendwo in Deutschland zu kaufen. Ich hoffe, dass Mahalla irgendwann nach Deutschland kommt, weil die haben echt ein paar schöne und besondere Köpfe. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Hookah Ethic fragt, beste Sorte von Hookahin. Also meine Lieblingssorte von Hookahin ist auf jeden Fall der Spice Lean. Ich fand schon, ich habe jetzt letztens nochmal den Green Lean geraucht und den fand ich schon extrem geil, wobei mir mein Kumpel, der den sich geholt hat, gemeint hat, der wäre ihm viel zu sauer. Grüße gehen raus an den Nick. Ich finde ihn definitiv nicht zu sauer. Ich finde das mega geil, wie gut das rüberkommt bei dieser Tabaksorte. Und der Spice Lean ist praktisch dasselbe. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen weniger sauer, aber immer noch schön sauer. Aber dafür noch ein bisschen Birdie dabei, was einfach noch so eine würzige, also so ganz leicht würzige Note mit sich bringt. Und ich finde ihn einfach ultra lecker. Aber es gibt auch viele andere Sorten von Hookahin, die mega geil sind. Zum Beispiel Punani habe ich auch extrem gerne geraucht. Fand ich mega lecker. Und ja, es gibt auch noch viele andere. Also zum Beispiel hier den Anders jetzt, der neu auf dem Markt ist. Die Mango, absolut krank. Ich habe ja früher schon gerne den Godlike geraucht. Den gibt es jetzt praktisch nochmal neu. Der heißt Code in Love. Den finde ich auch mega lecker. Und sogar den Kiwi rauche ich gern, obwohl ich normal gar keinen Kiwi mag. Also total verrückt, aber funktioniert und rauche ich echt gerne. Lennox fragt, Nagilam im Funnel oder im KS Apo? Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein großer Fan von dem Nagilam-Tabak. Ich mag die Pfeifen ziemlich gerne.
Aber der Tabak ist irgendwie nicht an mich rangegangen. Wenn ich ihn geraucht habe, ich habe ihn mit Solaris probiert und ich habe ihn auch im Funnel in Vollkontakt geraucht. Ich fand ihn im Funnel ein bisschen besser, aber ich habe ihn jetzt nie klassisch im Apo oder im Tonkopf geraucht, nur im Solaris. Das ist ja schon ein bisschen was anderes als ein Tonkopf oder als der Steinkopf. Wie alt seid ihr? Wir sind 25 und 24, 26 und 25, sorry. Noch irgendeine Traumpfeife, die du dir irgendwann mal unbedingt holen willst, fragt der Basti. Ha, schwierige Frage. Da ich das Ganze jetzt spontan mache, habe ich nicht mal Zeit, wirklich drüber nachzudenken. Wenn ich sagen würde, okay, eine absolute Traumpfeife noch, wäre vielleicht mal irgendwann eine Meduse. Also finde ich schon sehr lecker teilweise, was sie für Designs raushauen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben meistens so einen krassen Glaskörper unten und sind riesig groß und so. Der einzige Nachteil in diesen Pfeifen ist, da passt nur dieser eine Kopf drauf. Beziehungsweise kommen die jetzt nochmal mit einer kleineren Marke raus, da kann man auch andere Köpfe drauf machen. Aber es sind ja nicht die großen, krassen Pfeifen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, später so ein richtig schön aufgeräumtes Wohnzimmer zu haben und dann in der Mitte steht einfach noch diese geile Pfeife. Stell ich mir wirklich ziemlich, ziemlich cool vor. Nächste Frage von Oha, i.cmpl17. Von wo sind eure Funnels? Würde auch mal gerne einen ausprobieren, aber wenig Budget. Also wenn du wenig Budget hast, kann ich dir eigentlich nur einen Funnel wirklich empfehlen. Und das ist der Fun One von Saphir, beziehungsweise Sapphire, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Der kostet nicht so viel und ist relativ gut. Der Ocean Funnel ist jetzt auch nicht so abartig teuer. Da muss allerdings relativ viel Tabak rein, also bezahlt ihr im Nachhinein relativ viel. Und ja, ansonsten kann ich dir eigentlich nur teurere Funnels empfehlen. Also gerade die Hooker Johns, die Alpaka oder auch die Mummy Bowl von Japona, die sind alle ziemlich geil. Und um die Frage zu beantworten, wo ich die hole, ich glaube, bis auf die Köpfe, die wir zugeschickt bekommen haben, und zum Beispiel in Mahalle habe ich bekommen, weil ich den Kollegen auf der Messe kennengelernt habe und der einfach extrem cool war und wir haben ewig gelabert. Und dann meinte er, hier, probier mal meinen Funnel aus und sag mir, was du denkst. Habe ich die alle beim Wolke 7 in Rottgau gekauft. Also ihr wisst ja, Wolke 7 ist mein Stammshop, der Jakob ist ein guter Freund von mir. Da bin ich eigentlich immer und da hole ich auch eigentlich alles immer. Also was der Jakob da hat und das ist viel, hole ich dann auch bei ihm. Der Luis fragt, welchen Beruf übt ihr aus? Also Warren ist noch am Studieren, der studiert Wirtschaftsinformatik und ich bin jetzt in der IT tätig. Ich bin Systemadministrator und vor allem verantwortlich für Softwareverteilung, also automatisierte Softwareverteilung. Und der Warren ist jetzt auch noch nebenbei im Quality Assurance, auch in der Softwarefirma. Also könnte man auch sagen, IT auf jeden Fall. Wie viel Geld gibst du monatlich für Tabak aus? Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ich muss sagen, wir haben ja mittlerweile echt eine sehr, sehr coole Position. Da bin ich auch sehr dankbar für. Wir kriegen schon ab und zu Tabak geschickt. Mittlerweile auch von einigen Herstellern, die uns da mal was schicken. Deswegen ist es gar nicht mehr so krass viel wie früher. Ich würde aber immer noch sagen, dass es gut 100, 200 € sind, je nachdem. Manchmal kriegt man halt was zugeschickt und dann testet man gerade was und dann muss man sich nicht so viel eigenes kaufen. Aber zum Beispiel so Sachen wie Black Nana muss ich mir halt immer selbst nachkaufen und das ist halt mit so das meiste, was ich im Moment rauche. Ja, also ich würde sagen 100 bis 200 €, aber so ultra sicher bin ich mir da gar nicht. Denkst du, dass du dein ganzes Leben lang Shisha rauchen wirst? Also früher habe ich immer gesagt, mit 30 höre ich auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann immer noch irgendwie einen Shisha-Block hätte oder sowas, das wäre natürlich nicht so viel wie jetzt, wenn man eine Familie hat und sowas, wird das, glaube ich, krass runtergefahren. Aber mittlerweile würde ich auf jeden Fall nicht mehr sagen, mit 30, vielleicht ein bisschen später, ich denke mal irgendwann schon, vielleicht auch wieder als Rentner dann auf einmal doch wieder Shisha-Tabak, falls es dann noch immer gibt. Kann ich mir schon gut vorstellen, so als Rentner dann schön in der Rente wirklich auf der Terrasse sitzen, die Enkel spielen irgendwo im Garten, Fußball oder hüpfen auf dem Trampolin rum oder so und ich sitze dann da und rauche gemütlich meine Traube Minzepfeife. Also kann ich mir schon gut vorstellen, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Also keine Ahnung, so, ja, keine Ahnung, was in 40, 30, 20 Jahren ist, ne? Schauen wir einfach mal. Was ist der beste Kopf mit Aufsatz? Bezogen auf die Geschmacksentfaltung. Gibt viele gute Köpfe. Also die Mahalla Bowl ist zum Beispiel mega top. Die rauche ich aber auch vor allem gerne hier auf der Amazon Hooker, weil die einfach super gut dazu passen. Ne? Diese weiße Rauchsäule, dann dieser weiße Kopf und beide haben so goldene Elemente. Sieht einfach super geil aus und rauche ich deswegen einfach sehr, sehr gerne in dieser Kombination. Ja, ansonsten rauche ich noch super gerne die Mummy Bowl, die Harmony Bowl. Wenn ich mal mit Alu rauchen will, dann den 80 Feet oder den 80 Feet 80.
Ich habe auch die Suri Bowl von Alpaka und die Predator Bowl von Alpaka, die sind auch alle ziemlich geil. Also gibt schon sehr, sehr viele gute Köpfe. Wenn ihr da nochmal Fragen habt oder unsere Kopfempfehlungen wollt, die wir im Moment so drauf haben, dann schreibt uns einfach mal auf Instagram eine Nachricht. Da haben wir nämlich mal so eine schöne Liste aufgesetzt mit allen Köpfen, die wir geil finden. Und die können wir euch dann auch gerne einfach mal zuschicken. Also wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal auf Instagram anschreiben. Wie gesagt, @swg.huka steht auch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr uns da einfach mal schreiben. Was ist eure absolute Lieblings-Shisha, wenn ihr nur eine benutzen dürftet? Hat es mit der nur eine benutzen dürfen und dann aber sagen, Lieblingspfeife ist irgendwie so ein bisschen Zwiespalt für mich, weil ich habe nicht eine Lieblingspfeife, ich habe viele Pfeifen, die ich sehr, sehr gerne rauche. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass die Amazon meine absolute Lieblingspfeife ist, aber es ist eine meiner Lieblingspfeifen. Vor allem halt auch, weil sie so eine geniale Black Nana Pfeife für mich ist. Aber die Edition 4 rauche ich auch super gerne. Ich rauche super gerne meine Shishaya Kai, die 350. Es gibt einfach zu viele. Auch die kleine Smoke Labs finde ich mega, mega geil. Und mich dafür eine zu entscheiden, würde eigentlich nicht gehen. Wenn ich es müsste, würde ich wahrscheinlich die Kali 350 nehmen, weil abgesehen vom Durchzug, der mir mittlerweile ein bisschen zu schwergängig ist, gibt es einfach nichts, was man bei der Pfeife bemängeln kann. Also die Verarbeitung ist einfach mega geil. Das Rauchgefühl ist mega gut. Es könnte halt nur der Durchzug ein kleines bisschen besser sein. Und die Verarbeitung ist halt der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, wäre es die Kali 350 von Shishaya, aber es gibt halt so viele gute Pfeifen und so viele Pfeifen, die ich extrem gerne rauche, dass ich mich da eigentlich definitiv nicht für nur eine Pfeife entscheiden will. Wie seht ihr die Entwicklung von YouTube gegenüber Shisha-YouTubern? Ich denke mal, das spielt drauf an. Also jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, vor ein paar Tagen hat der Benny von Shisha-Warentester einen Strike bekommen. Ich schätze mal, dass es eher daher kam, dass er nicht so positiv über YouTube geredet hat und noch Werbung für andere Plattformen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass der Strike kam, weil er Copyright-Material in seinem Livestream gezeigt hat. Daher hat er leider 90 Tage YouTube-Bann. Also er kann nicht Livestream. Allgemein kann man halt sagen, dass halt YouTube einfach nicht will, dass Tabak krass promotet wird, weil es halt irgendwas ist, was dem Körper schadet. Es ist natürlich schade, dass unsere Videos dadurch nicht mehr monetarisiert werden, aber für uns ist es jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht schlimm. Also wir verdienen halt fast nichts mit YouTube und ob wir jetzt fast nichts oder praktisch fast überhaupt gar nichts verdienen, ist uns eigentlich relativ wurscht. Also wir machen es eh nicht wegen der Kohle. Die Kohle ist relativ unwichtig, es ist eh nicht so viel Kohle. Von daher für uns nicht so schlimm. Solange sie es weiter tolerieren, dass man die Videos hochlädt und hier eine Community aufbaut, ist für mich das eigentlich okay. Es ist natürlich schade, dass es nicht so gewertschätzt wird oder dass die Wertschätzung im Sinne von der Monetarisierung einem halt genommen wird. Aber an sich finde ich es nicht so schrecklich. Aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Könnte halt auch einfach sein, dass YouTube in ein paar Monaten oder Jahren sagt, so, nee, alles, was mit Rauchen und Trinken und was weiß ich zu tun hat, findet nicht auf unserer Plattform statt. Und ja, dann wäre das relativ schwer, einen Shisha-Channel zu führen, würde ich mal so sagen. Die nächste Frage ist, lohnt es sich, die Mami Bowl zu holen? Und da kann ich sagen, auf jeden Fall ist ein unglaublich guter Kopf, den ich mega oft und mega gerne rauche. Ich glaube, ich habe heute drei Köpfe geraucht bis jetzt. Jetzt ist es kurz vor 9, also einen werde ich wahrscheinlich noch rauchen. Dann bin ich heute bei vier Köpfen. Ist übrigens ein Sonntag, wo ich das aufnehme. Und ich glaube, von den vier Köpfen, also von den drei Köpfen, die ich jetzt geraucht habe, waren zwei in der Mami Bowl. Und jetzt habe ich mich auch nur für die Mahala entschieden, weil die halt so geil auf der Amazon aussehen. Ansonsten hätte ich vielleicht sogar wieder die Mami Bowl genommen. Der Warren raucht zum Beispiel auch seinen Black Nana immer in der Mami Bowl und es funktioniert auch super. Könnt ihr euch vorstellen, YouTube zum Beruf zu machen? An sich ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Videos für den Lebensunterhalt zu produzieren. Mache ich einfach unglaublich gerne. Ist für mich, klar, es ist Arbeit, aber es ist halt so die angenehmste Arbeit, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Also es ist einfach mega geil. Ich weiß nicht, ich liebe das. Mit einer Kamera rumzuhantieren, Ton richtig hinzubekommen und so gucken, dass das Bild schön aussieht und in der geilen Qualität zu produzieren, finde ich einfach mega nice. Dazu kommt dann noch der ganze Community-Aspekt von YouTube und so. Man lernt super viele andere Leute kennen, die auch mega cool sind und so dieselben Hobbys haben wie man selbst. Von daher, ja, auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube auch, dass es mit Shisha auf YouTube nichts wird. Also ich glaube, da müsste man dann riesig groß werden, dann zum Beispiel ein Patreon haben. Patreon, für die, die es nicht kennen, ist so eine Plattform, da macht man sich einen Account und dann können Leute sagen, okay, die kriegen 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro von mir im Monat. Dafür haben die Leute, die das auch machen,
einen kleinen Vorteil, keine Ahnung, die sehen die Videos 2 Tage früher oder es kommt ein exklusives Video raus oder sowas. Oder exklusive Fragerunden, Abhänge im Discord, ein privater Livestream oder so Sachen. Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, wenn man halt nicht auf Patreon und sowas zurückgreift, ist es einfach nicht drinne, sich da von YouTube abhängig zu machen. Ich meine, früher waren wir monetarisiert und jetzt sind wir jetzt werbeunfreundlich eingestuft. Und wäre mir das halt passiert, wenn ich 1 Million Abos hätte und eigentlich davon leben könnte und dann werden einem die Werbeeinnahmen genommen, dann könnte ich nicht mehr von leben, dann steht man halt richtig dumm da. Also von daher ist so ein kleiner Zwiespalt an sich mega gerne. Videos machen ist mega geil, die Community auf YouTube ist mega geil. Aber YouTube den Launen da ausgesetzt zu sein, wenn die dann irgendwann sagen, nope, monetarisieren wir jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Also da bräuchte man auf jeden Fall mehrere Standbeine. Aber an sich von Videos leben könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Wie seid ihr dazu gekommen, einen Hooker-Blog zu eröffnen? Fragt die Eda. Selbe Antwort wie vorhin eigentlich. Ich habe immer gerne Videos gemacht und dann habe ich irgendwie so was Neues gesucht, worüber ich Videos machen könnte. Dann kam mir in den Kopf, ey, du rauchst gerne Shisha, du beschäftigst dich da viel mit. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, okay, Instagram wird, glaube ich, gerade interessanter für viele Leute als YouTube. Und deswegen habe ich dann auch noch wirklich angefangen, Instagram zu machen. Also ihr wisst ja, kommt eigentlich jeden Tag ein cooles Bild, das irgendwie aufwendig mit Licht und Kamera und vielleicht noch Farbe in der Bowl und Farbe im Hintergrund und sowas gemacht wird. Und habe dadurch erst so ein bisschen auch die Liebe zum Fotografieren entdeckt. Also eigentlich war ich immer so, Digga, Fotos, im Ernst, da kriegst du doch. Guck mal, sowas wie wir hier jetzt gerade machen, dass ich einfach mit euch quatschen kann, das geht ja gar nicht mit Fotos. Deswegen fand ich Videos einfach immer viel, viel cooler. Ich denke, da kann man auch viel, viel mehr Wissen rüberbringen. So ein Tabak-Review auf Insta ist auch ganz cool. Aber allein so ein Insta-Tabak-Review in dem Feed zu suchen, es geht einfach schon nicht gescheit. Und wenn ihr auf YouTube geht und einfach sagt, okay, ich will jetzt wissen, wie ist Hukain Spiced Lean, sucht das, oder Hukain Spiced Lean, Shisha WG, dann kommt ihr direkt auf unser Video. Oder wenn ihr genau ein Video von uns gucken wollt, geht ihr auf den Kanal und sucht einfach da nach dem Tabak und dann findet ihr das direkt. Und ich glaube, dafür ist YouTube halt einfach viel besser. Aber ich habe mittlerweile auch echt Bock auf Instagram, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, bei meinen 3 Millionen Stories am Tag und bei meinen Posts jeden Tag. Wie macht ihr so krasse Bilder und welche Kamera benutzt ihr? Wir haben jetzt neu die Alpha 6300, deswegen kann ich jetzt hier auch gerade in 4K filmen und davor hatten wir die Alpha 6000. Krasse Bilder, ich denke einfach, das hängt jetzt mittlerweile damit zusammen, dass ich mich einfach schon so lange mit Kameras beschäftige. Also ich weiß einfach mittlerweile Shutter Speed, Aperture, ISO, wie ich das alles einstelle, wie mir der Weißabgleich gefällt, wie ich ein Bild mache, sodass ich es dann danach in Lightroom gut bearbeiten kann. Und das A und O, wirklich, was ich jedem nur sagen kann, der anfängt, Licht ist alles. Ich meine, Foto steht ja auch für Licht. Es ist einfach so entscheidend, dass man geiles Licht hat. Also gerade werde ich zum Beispiel von 2 fetten Softboxen angeleuchtet und allein das macht so einen riesen Unterschied. Das ist abnormal. Also allein wenn ich hier die eine Softbox jetzt mal ausmachen würde, das ist dann nur mit der einen Softbox. Sieht schon total scheiße aus, aber mit der Softbox an. Tada! Oh, Fokus. Mit der Softbox. Danke, Fokus. Mit der Softbox an ist das Ganze halt schön ausgeleuchtet. Sorry, dass ich hier gerade schon ein bisschen glänze, wie ich nebenbei sehe. Es ist dezent warm hinter den Softboxen. Das ist so der Nachteil. Aber ja, das A und O beim Fotos machen und auch beim Videos drehen ist auf jeden Fall das Licht. Deswegen, falls ihr anfangen wollt, auf jeden Fall erste Investition. Holt euch 2 Softboxen. Die kosten 50 oder 60 € auf Amazon. Also es ist echt nicht viel, wenn man überlegt, dass da noch so ein Ständer dabei ist und eine Glühbirne und der Stoff und so weiter. Definitiv get the light straight und dann passt das auch. Was ist nötig für einen guten Instagram-Account für Shishas und Zubehör? Ja, das spielt eigentlich schon mit rein. Erstmal eine gute Kamera, gutes Licht. Wenn du Videos machen willst, noch ein gutes Mikrofon auf jeden Fall. Und ich denke mal, die meisten von uns haben ja schon jetzt ein paar Freunde, die auch Pfeife rauchen und sowas. Und die würde ich dann alle anstiften, dass sie einem irgendwie mal die Pfeifen ausleihen, dass man da irgendwie ein paar Bilder mitmachen kann. Aber sobald du ein paar Shishas irgendwie in Reichweite hast und ein bisschen Zubehör hast und eine Kamera und Licht, steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege, würde ich sagen. XYLive fragt, meinen Kopf zusammenrauchen. Von uns aus an sich immer gerne. Ich muss halt sagen, ich habe relativ wenig Zeit mit einem Fulltime-Job und ein Bild jeden Tag auf Insta und Stories ohne Ende und 2 Videos die Woche mindestens. Da bleibt ehrlich gesagt nicht mehr so viel Freizeit. Soll jetzt keine Beschwerde sein, ich mache es ja mega gerne.
Aber ja, da ist nicht mehr so viel Zeit. Also ihr kriegt es ja mit. Ich gehe eigentlich, wenn nur mal am Wochenende in eine Shisha-Bar und ansonsten relativ selten. Und dann bin ich auch gerne mal mit meinen Freunden unter uns, so dass man mal wirklich quatschen kann und nicht die ganze Zeit nur über Shisha redet, auch wenn man dabei meistens eine Shisha raucht. Aber an sich super gerne. Wir hatten das früher häufiger, dass wir ein paar Treffen gemacht haben, wo dann einfach jeder kommen kann. Und sowas steht auch definitiv wieder an. Also wenn wir die 10.000 voll haben hier auf YouTube, wollen wir auf jeden Fall wieder ein Treffen machen. Könnt ihr gerne alle vorbeikommen und dann können wir zusammen ein Pfeifchen rauchen. Meinung zum KS-Apo und eurer Meinung nach bester Kopf vom Rauchverhalten. Der KS-Apo ist für einen Mehrlochkopf auf jeden Fall absolut brutal. Also ich finde die Verarbeitung top, der Durchzug ist mega, da sind vier große Löcher drin, da passiert auf jeden Fall nichts vom Durchzug. Und mit dem Stein ist halt auch mega geil, was Hitzemanagement antrifft. Aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile echt absolut in Funnel verliebt. Und wenn ich mittlerweile einen KS-Apo rauche, ist das, als würde ich ein bisschen heiße Luft rauchen. Also es gibt mir einfach nichts mehr. Ich brauche da wirklich den Kontakt von der Smokebox oder ein fluffiges Overpack in einem Funnel mit Alufolie drüber. Und dann kommt halt auch richtig der Geschmack. Und dann kommt halt auch richtig die Rauchentwicklung. Ich meine, ihr seht es hier, ne? Smokebox hier drauf, gerade schön Vollkontakt. Und dann kommen da halt so Wolken raus. Sowas kriegst du halt mit dem Apo eigentlich nicht hin. Und deswegen bin ich mittlerweile so voll auf dem Funnel hängen geblieben. Was ist eure Meinung zu 7 Days? Gibt nicht so viele Sorten, die mir von 7 Days schmecken, aber so ein paar sind da auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ganz mit vorne dabei auf jeden Fall der Cold Death. Den habe ich so oft, so gerne zum Mischen benutzt. Das ist auf jeden Fall mit meiner Lieblingssorte von 7 Days, auch wenn ich die auch nie alleine geraucht habe. Also höchstens mal zum Gucken, so hält man das aus, kann man den Cold Death pur rauchen. Früher nein, heute ja. Also das sagt schon viel über 7 Days aus. Aber damals auch so Sorten wie der Cold Melon, da habe ich noch Melone geraucht. Mittlerweile mag ich das gar nicht mehr. Der war auch ziemlich nice. Oder der Cold Peach war das, glaube ich, noch. Also gerade diese Cold-Reihe war schon teilweise echt verdammt, verdammt lecker. Bestes Setup, was du je in deinem Leben geraucht hast. Boah, das beste Setup, was ich jemals geraucht habe. Ich war ziemlich beeindruckt von den russischen Setups, wie die den Darkside gebaut haben. Das funktioniert aber auch nicht für jeden Tabak. Und ansonsten würde ich sagen, das beste Setup, das ich im Moment so kenne, ist die Mummy Boy mit einer Smokebox oben drauf. Also das läuft einfach wunderbar und ja, ist alles perfekt. Also da muss nicht so übel viel Tabak rein, man kann trotzdem im Vollkontakt rauchen, man hat eine krasse Rauchentwicklung, man hat eine super Geschmacksentwicklung. Das passt auf jeden Fall alles. So, das soll dann auch auf jeden Fall die letzte Frage für dieses Video gewesen sein. Wir sind jetzt schon bei 24 Minuten, ein bisschen runterschneiden, sind wir wahrscheinlich bei 20 oder sowas. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas gefällt, dann können wir sowas gerne häufiger mal machen. Ich finde es auf jeden Fall geil, einfach so ganz spontan mal eure Fragen hier zu beantworten und einfach so eine ganz lockere Rederunde zu starten, anstatt immer schön auf der Couch sitzen, immer Pfeife zwischen uns und schön Tabak-Review oder Pfeifen-Review. Finde ich so einen Dialog eigentlich ziemlich cool. Ja, ansonsten denkt euch schon mal eure nächsten Fragen aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst unten noch einen Kommentar da. Wenn es euch sogar sehr gut gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben auf das Video geben und ein Abo da lassen, falls ihr neu hier seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.